Introduction gibt es am Anfang, wo ich einfach schnell sage, um was überhaupt geht bei Google Analytics 4, wie es so im ganzen Google, in der Google-Sphäre einzuordnen ist, was jetzt passiert. Dann würden wir aber direkt in Google Analytics 4 gehen, dass Sie dann eben auch sehen, wie sieht das Tool in Zukunft aus, wie können Sie das benutzen und dann nachher anhand von einem Praxisbeispiel zeigen, wie ihr eben das dann auch könnt, anwenden könnt. Am Schluss gehe ich noch ein bisschen auf die Verknüpfung von der Dienste, also eben Google Ads und andere Google-Produkte, die mit Google Analytics 4 in Verbindung stehen. Und ja, eben, wir sind ja jetzt relativ wenig heute. Gestern hat es auch schon eine Session gegeben. Von dem her könnt ihr von mir aus Fragen direkt stellen. Vielleicht nochmal so Info am Anfang. Wann findet das überhaupt statt? Das ist am 1. Juli 2023, wird das Universal Analytics in dem Sinn deaktiviert. Man kann zwar noch Zugriff auf die alten Daten, aber sie können quasi keine neuen Daten werden mehr erfasst. Und darum haben wir ja im Juli haben wir schon angefangen bei unseren Kunden die Überführung auf Google Analytics 4 machen. Falls sie das noch nicht gemacht haben, empfiehlt sich das möglichst schnell zu machen, weil eben Daten, die sie jetzt noch nicht gesammelt haben oder die sie jetzt schon könnten sammeln, nachher wie von Google Analytics, Universal Analytics nicht mehr importiert werden können. Die sind nicht mehr kompatibel miteinander sozusagen. Genau, dann vielleicht, wo muss man das ansiedeln? Sie sehen da unten kommen die Leute auf ihre Webseite und dann wird es von Google Analytics quasi erfasst. Wird getrackt, welche Seite das sie gehen, woher sie kommen und so weiter. Man hat verschiedene Tools, die einem helfen, dann eben Sachen zu erfassen, wie Google Tag Manager, wo dann Events an Google Analytics schickt, die auf ihrer Webseite passieren. Das ist wie für externe Personen einfacher, um das zu verwalten. Dann haben wir zum Beispiel Google Ads, wo auch wieder weitere Webseiten-User auf ihre Seite kann führen kann und das auch mit Google Analytics verknüpfen kann. Jetzt hier noch Merchandise Center ran tun, falls Sie jetzt eben E-Commerce da oder so haben, wäre es möglich, die Daten natürlich dann gerade über einen Feed in Google Ads zu importieren. Und was wir eben auch für unsere Kunden häufig machen, ist, dass man mit Google Data Studio dann so einen Bericht kann erstellen. Da kommen wir dann später nochmal drauf zurück. Um sie jetzt nicht erschlagen mit den ganzen Produkten, also wir werden uns heute hauptsächlich auf Google Analytics natürlich mit Google Analytics auseinandersetzen, aber auch Google Ads noch kurz anschauen. Dann würde ich sagen, wir stürzen uns gerade in Google Analytics 4, weil das ist auch der Hauptgrund von dieser Session, dass Sie eben können mit dem neuen Analytics dann auch etwas anfangen, dass Sie mit Ihren Daten, die Sie quasi erfassen über Analytics, auch etwas können, auslösen. Wenn Sie jetzt hier sehen, das ist noch das Google Universal Analytics, einfach nochmal zum schnell in Erinnerung rufen, wie das ausgesehen hat. Grundsätzlich ähnliche Darstellungsweise wie Google Analytics 4. Wir haben hier eine Webseite von uns, die ich Ihnen nachher noch schnell vorstellen werde, als Beispiel genommen, wo eben dann das Praxisbeispiel ist, das wir nachher werden verwenden. Ihr seht, wie beim alten Universal Analytics hat man auf der Seite Seitenliste verschiedene Bereiche, wo man reintauchen kann. Die Startseite ist wie so ein Dashboard, wo man halt so einen allgemeinen Überblick über die Seite bekommt und man aber auch sehr customized kann zusammenstellen, wenn man das möchte. Wenn Sie dann hier auf den Bericht gehen, kommen Sie eigentlich an einen Ort, wo ziemlich ähnlich ist wie das alte Universal Analytics, wo eben die ganzen Kennzahlen wieder auffindbar sind. Also Sie sehen da in Echtzeit, wie früher auch, können Sie quasi sehen, was gerade momentan auf der Seite passiert. Man hat dort die Seite, woher kommen die User überhaupt? Im Engagement, was machen denn die User auf der Seite? Wie verhalten sie sich? Monetarisierung ist dann die ganze Frage, wie E-Commerce-Themen, Sie können da zum Beispiel auch im Unterricht hineinschauen, wie sind Ihre Verkäufe und können da auch Sachen tracken. Genau. Was neu ist, ist die Bindung, das ist so Retention quasi, wie verhalten sich User, die auf ihre Seite kommen sie wieder zurück,
wie fest können sie eigentlich Kunden auf ihrer Seite binden. Und eben auch die demografischen Merkmale, wie früher auch Alter, Geschlecht und so weiter oder Browser, welche Technologie benutzen. Da finden Sie alles noch immer in dieser Lasche. Was relativ neu ist jetzt mit Google Analytics 4, ist die explorative Datenanalyse. Sie können da ganz spezifische Berichte zusammenstellen, die für Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und wenn Sie jetzt da oben rechts auf der Vorlagengalerie sehen, sehen Sie schon mal so ein bisschen eine Auswahl, was Google für Standard-Templates quasi an Berichten hat, die Sie könnten auf Ihrer Seite anwenden. Also da am besten, wir schauen dann nachher noch in ein Beispiel da rein, einfach mal jetzt zum Überblick, dass Sie sehen, da hat es ganz viele verschiedene, die Sie benutzen können. Und was ich da auch noch möchte sagen, ist, dass die Berichte, die Sie hier zusammenstellen, ist eigentlich für Ihren Nutzer spezifisch. Also wenn ich jetzt einen Bericht zusammenstelle, ist ein Mitarbeiter von uns, kann den Bericht zum Beispiel nicht sehen, außer dich teilen mit ihm. Da kann man dann da auf den drei Pünktchen kann man dann den Bericht mit anderen teilen. Also man kann da recht gut experimentieren, Sachen vergleichen, herausfinden. Und wenn man etwas Spannendes entdeckt, kann man es dann mit jemand anderem teilen. Das ist recht ein cooles Feature, das neu ist. Dann unter der Werbung ist dann auch die ganze Frage, wo finden Conversions statt? Also Conversions im Sinne von ihren Zielen, die sie auf der Seite haben. Jede Seite hat ja Ziele. Sie möchten vielleicht, dass jemand einen Newsletter abonniert, sie möchten vielleicht, dass jemand einen Kauf ausführt. Und das findet sie alles da innen. Man kann dann eben zum Beispiel auch sagen, verschiedene Modelle miteinander vergleichen. Dass man zum Beispiel sagt, einen direkten Klick oder einen indirekten Klick kann man die miteinander vergleichen. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt da zum Beispiel sehen, linear, dann würden Sie allen Klicks gleichberechtigte Conversions zuweisen. Oder eben am ersten Klick, dann können Sie dann, wenn Sie da tiefer tauchen wollen, können Sie das natürlich machen. Jetzt bei der letzten Lasche sehen Sie auch noch, dass Google Analytics 4 aber auch noch in der Weiterentwicklung ist. Vor etwa 2-3 Wochen, glaube ich, ist das noch da rein gewesen, dass man halt können Events quasi da rein sehen. Jetzt ist alles in der Einstellungen gelandet. Was ich damit will sagen, ist, es ist sich immer noch ein bisschen weiterentwickeln. Es kommen da noch viele Sachen dazu. Gerade vor ein paar Tagen habe ich gelesen, dass das A-B-Testing von Google, vielleicht kennen Sie das, Google Optimize, dass das auch in Zukunft in Google Analytics 4 wird gehostet werden. Also viele Funktionen werden da noch folgen. Das war jetzt mal so ein grober Überblick gewesen, was Google Analytics 4 in den Funktionen hat. Wenn Sie da jetzt noch in die Verwaltung hineingehen, vielleicht so ein bisschen vom Setting her schauen, wird Ihnen auffallen, dass da keine Datenansichten mehr bestehen. Gehen wir mal schnell nochmal zurück ins Universal Analytics Alte und auch da in die Einstellungen. Dann sehen Sie, da haben Sie auf der rechten Seite ganz viele verschiedene Einstellungen für Datensichten. Die sind mit den neuen Tracking-Methoden eben nicht mehr vorhanden oder sind halt anders dargestellt. Man hat jetzt zum Beispiel Datastreams und nicht mehr Datasicht. Also Sie haben jetzt alle Datastreams in einer Property. Was das heisst, also Sie haben Ihre Webseite zum Beispiel, bei uns ist jetzt das www.markshop.com. Wenn man jetzt eine App hättet oder eine Android-App und so weiter, könnte man das alles da innen erfassen und das würde in einer Property gesammelt werden. Markshop ist aber nur eine Webseite, das ist keine App, darum haben wir jetzt hier nur eine Webseite als Beispiel. Sie sehen da auch die Ereignisse, die wir hier festgelegt haben. Das sind eben, könnte alles Mögliche sein, weil bei den neuen Tracking-Methoden von Google Analytics 4 ist hauptsächlich auf Events basiert. Also vorher hat man eine Session gehabt, die ganze URL war quasi entscheidend gewesen, wie lange bleibt jemand auf dieser URL. Und jetzt ist es vermehrt der Fall, dass der User im Zentrum ist, also alle Aktionen, die ein User durchführt. Dann haben auch Sie ein Page-View. Also wenn jemand Ihre Seite anschaut, dann gibt es ein Event. Wenn jemand irgendwo anklickt, gibt es ein Event oder abscrollt. Und da ist das eine völlig neue Messmethode.
Dann würden wir jetzt, vielleicht ist da jetzt gerade alles ein bisschen viel gewesen für Sie. Vielleicht schauen wir es am besten bei einem Praxisbeispiel an. Und von da würde ich Ihnen gerne schnell da ein Beispiel zeigen von uns. Das ist aber die Seite, wo wir jetzt auch angeschaut haben, das Analytics. Da ist der Code hinterlegt. Und wie das Ganze dann in der Praxis aussieht, möchte ich Ihnen schnell zeigen. Aber zuerst, was ist denn überhaupt das Ziel von uns auf dieser Seite? Also, der Max-Rapport ist eine Dienstleistung, die wir anbieten, wo ein Link, den man teilt auf WhatsApp, automatisch so eine Vorschau kann erstellen anhand der Bilder, die auf dieser Seite existieren. Und unser Ziel ist natürlich, dass die Leute das mal ausprobieren. Sie sehen zum Beispiel jetzt hier, kommt man auf das Feld, wo man es kann, testen. Man kann zum Beispiel jetzt mal auf fust.ch gehen. Nehmen wir zum Beispiel den Weinschrank hier und können das jetzt hier einfügen. Jetzt tut es automatisch das Bild, den Preis und den Beschrieb quasi übernehmen. Und wieso, dass ich Ihnen das sage, ist, wie, dass man eben nicht aus den Augen darf verlieren, was wollen wir eigentlich auf dieser Seite erreichen. Also wenn wir jetzt sagen, wir möchten, dass jemand den Preview erstellt und dann als nächstes vielleicht den runterlädt oder das Pricing dort anschauen, vielleicht sogar eine Subscription macht. Und all die Events, die Sie jetzt sehen, die ich durchgeführt habe, kann man eben über Google Analytics 4 auch neu messen direkt. Jetzt kann ich Ihnen da zum Beispiel zeigen, wenn Sie jetzt in Analytics nochmal reingehen, sehen Sie jetzt dort den Event, Created a Preview, also jemand hat die Vorschau erstellt, jemand hat aufs Pricing geklickt oder auf den Pro Plan geklickt, Entschuldigung. Und all die Events werden hier erfasst und jetzt können Sie als Nutzer quasi einfach sagen, ah, das hier ist ein Event, das mich besonders interessiert und der als Conversion setzen, also ein Ziel, das Sie auf dieser Webseite haben. Jetzt sehen Sie hier, wir haben verschiedene Ziele schon gesetzt, also eben, dass jemand auf Pricing geht, schauen. Und die sind nachher in all Ihren anderen verknüpften Konten, die Sie hier integrieren können, eben mit Google Ads oder Optimize und so weiter, sind die Conversions dann auch von Google Analytics wieder abrufbar. Das ist ein sehr cooles Feature, um einfach für Sie zu machen, wenn Sie sagen, ich würde wissen, dass jemand den Newsletter abonniert, ich würde wissen, wenn jemand eine gewisse Aktion durchführt, das Video schaut auf meiner Seite, dann können Sie das da einfach als Ziel festlegen und Google merkt dann auch in anderen Accounts, die Sie verknüpft haben, dass das eben für Sie relevant ist. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt hier bei Google Ads hineinschauen gehen, ganz schnell an. Genau, jetzt sehen Sie da bei den Einstellungen, das ist jetzt eben die Max-Rapport, eine Werbekampagne, die wir für Max-Rapport quasi momentan am Laufen haben. Jetzt können Sie da bei den Settings hineinschauen und sagen, ah, was sind denn überhaupt meine Ziele? Das heißt halt einfach Conversion, englischer Begriff, aber was sind Ziele von Ihrer Webseite? Und wenn Sie jetzt hier eine neue Conversion erfasst haben bei Google Analytics 4, können Sie eben zum Beispiel hier reingehen und dann direkt das aus Google Analytics importieren. Habe ich natürlich schon gemacht. Dann sehen Sie hier jetzt zum Beispiel eben den Went-to-Customize Page, wo wir jetzt vorher gesagt haben, wäre jetzt etwas, wo wir möchten, dass jemand der Preview erstellt, können Sie dann direkt in Ihren anderen Google Tools auch benutzen. Genau. Also das ist etwas, wo zum Beispiel Sie direkt könnten mit Google Analytics 4 machen könnten. Oder eben auch mit den, wenn wir nochmal zurückgehen, mit den Datenansichten, die wir vorher geredet haben. Sie sehen hier bei explorativer Datenanalyse, haben wir ja gesagt, kann man so verschiedene erstellen. Und einfach zum mal schnell zeigen, wie so etwas denn genau funktioniert, können wir zum Beispiel mal in so einen Bericht hineingehen. Und jetzt sehen Sie da, haben Sie auf der linken Seite ganz viele verschiedene Dimensionen und Messwerte oder Segmente, die Sie können auswählen können. Die sind standardmäßig so drin, Sie können aber natürlich auch neue erfassen. Und auf der anderen Seite die verschiedenen Schritte.
wo sie auch können, selber festlegen können. Also, wenn wir jetzt hier wieder einen neuen machen wollen, könnte man sagen, wir möchten Ereignisse hinzufügen. Das sind eben wieder, Sie sehen hier auch wieder ein Event, das auf Ihrer Webseite stattfindet. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier sagen, dass wir möchten, dass jemand noch den Pro-Plan anklickt, dass er irgendetwas löst, dann könnte man hier ein Ereignis auswählen. Und jetzt hier klickt dann Pro-Plan genau auswählen, wo wir eben vorher in den Events hinein gesehen haben. Genau. Natürlich auch immer den Zeitraum auch noch beachten, von wann bis wann wollen Sie messen. Und da ist es eigentlich so ein bisschen im Drag-and-Drop-Prinzip. Also, Sie können zum Beispiel sagen, ja, Gerätekategorie, Desktop und Mobile interessiert mich nicht, raus und dann einfach das Land hineinziehen. Dann ist es nachher aufgesplittet, Ihre Anschau nach Land. Durch diese Möglichkeit mit diesen Berichten zu spielen, können Sie natürlich ganz tief Ihre Daten graben oder eben auch interessante Gegenüberstellungen machen, wo Sie, das ist jetzt eher so ein Trichterdiagramm, wo Sie eben sehen, wie viele von den Gesamtbesuchern sind nachher dann wirklich, haben wirklich ein Preview erstellt und von denen, wie viele sind dann wirklich das Pricing anschauen. Das ist so der Sinn von dem Diagramm jetzt. Sie können aber auch eben mit so Segmenten übersichten, wenn wir jetzt nochmal schnell zurückgehen. So Überschneidungssachen können zum Beispiel sagen, wer ist, sind Leute von 18 bis 25, verhalten sich die gleich wie Leute von 40 bis aufwärts. Ja. So, jetzt können Sie sich fragen, ja, aber sind denn meine Daten noch die gleichen? Also sind denn die wirklich noch verlässlich oder kann ich mich auf das jetzt nicht mehr verlassen? Und für das habe ich einmal so eine Gegenüberstellung gemacht. Das ist jetzt eben, um nochmal schnell zurückzugehen, dass ich Sie da nicht verwirre. Wir sind jetzt im Google Analytics vorher, haben in Google Ads die Conversions erfasst, die wir da in Google Analytics 4 ausgewählt haben als Ziel. Und jetzt sind wir im Data Studio Bericht, wo ich eben schnell gegenüberstelle das Alte und das Neue, weil der tut nichts anderes als eigentlich Daten also Daten zu visualisieren aus den verschiedenen Google-Tools. Und jetzt habe ich eben hier aus Universal Analytics und Google Analytics 4 genau die gleichen Daten versucht zu erfassen und gegenüberzustellen. Jetzt sehen Sie da schon, also User relativ ähnlich, wieso aber nicht gleich? Das ist ein einfacher Grund, und zwar, weil Google Analytics 4 eben auch device-übergreifendes Tracking macht, also mit Google Signals zum Beispiel kann jemand, der auf Google im Handy eingeloggt ist, auch auf dem PC bei Google eingeloggt ist, als ein User erkannt werden. Und dadurch ist die Zahl natürlich ein bisschen geringer, weil eben anscheinend zwei User da erkannt worden sind, dass da genau die gleichen sind. Also grundsätzlich ein bisschen genauer Google Analytics 4. Bei diesen Zahlen hier sehen Sie, es macht jetzt nicht riesiger Unterschied. Dann sehen Sie, dass die nächsten drei steht einmal Custom, also Variablen, die ich individuell zusammengestellt habe, weil es die eigentlich so nicht mehr gibt. Mit der neuen Tracking-Methode ist das eben ein bisschen schwieriger, die Daten zu kombinieren, weil eben, wie ich gesagt habe, vorher ist die URL vielleicht der Hauptfaktor gewesen, den wir gemessen haben, und jetzt sind es Event. Und für das, man kann es aber doch noch herausfinden, und für das gibt es so verschiedene Umrechnungsmethoden, die ich da Ihnen vielleicht noch schnell zeigen kann. Also, Sitzungsdauer wird jetzt eben mit Engagement gerechnet. Was heisst Engagement? Engagement ist eigentlich, wenn jemand, ein User, aktiv auf der Seite etwas macht. Also zum Beispiel bewegt er seine Maus, dann merkt man eben, der User ist aktiv. Und dann zählt Google das eigentlich auch die Zeit. Und sonst nicht. Und dann muss man halt das noch durch Sessions rechnen, um eben dann auf die durchschnittliche Session Duration wieder zu kommen. Klingt vielleicht jetzt momentan noch nicht so logisch. Wir machen jetzt vielleicht noch ein anderes Beispiel. Bounce Rate ist ja früher zum Beispiel gewesen, wenn jemand auf die Seite gekommen ist und nachher direkt abgesprungen ist und die URL quasi gewechselt hat. Weil man da jetzt aber mit Events nicht mehr so einfach erfassen kann, messt man eigentlich, wie lange ist er aktiv gewesen und tut das dann von 100% weg
wegrechnen. Also darum 1 minus die Engagement Rate. Weil eigentlich neu rechnet man sehr viel mit der Engagement Rate, wo eben die Events sind. Und Sie sehen jetzt auch hier im neuen, im Google Analytics 4 um einiges mehr Events als vorher. Also Events sind wirklich im Zentrum und da wird immer wichtiger, dass wir die einfach in dass Sie da vielleicht auch mitnehmen von der heutigen Session, dass Sie in Zukunft viel mit den Events können arbeiten können und Sie sehr viele Möglichkeiten daraus generieren. Jetzt muss ich da noch schnell ändern, sonst stimmt es nicht. Den Moment. Genau. Das gleich aussieht. So. Bei den eigenen erstellten Events sehen Sie, sollte es eigentlich genau die gleichen Zahlen sein, weil das sind ja Events, die Sie spezifisch erstellt haben, durch Google Tag Manager oder direkt in Code implementiert. Und da sieht man aber auch ganz feine Unterschiede. Kann ich Ihnen aber ehrlich gesagt nicht sagen, woher die kommen. Aber eben grundsätzlich sollte da genau die gleichen Zahlen sein. Da sehen Sie auch, es ist da wirklich nur ein kleiner Unterschied. Also da bleibt alles gleich, das heisst auch all die Daten, die Sie bis jetzt erfasst haben, all die Events und so weiter, das sind immer noch perfekt, eigentlich die genau gleichen Daten. Bei der Source doch ein bemerkbarer Unterschied. Das ist eben durch die Allokation, die wir vorher geredet haben, von den Kunden, wo Google einschätzt, woher die Leute überhaupt kommen. Und das ist der Unterschied, werden Sie wahrscheinlich am meisten merken, jetzt eben gerade bei der Akquisition und so weiter, dass vielleicht gewisse Quellen vorher mehr Bedeutung haben als vorher, im Sinn von, dass es jetzt einfach genauer gemessen wird. Das ist zumindest Statement von Google. Demografisch und Device Type habe ich einfach mal aufgenommen, aber es ist eigentlich genau gleich, einfach dass Sie sehen, auch die demografischen Daten wie Länderherkunft oder Browser und so weiter sind eigentlich eins zu eins das gleiche wie bis anhin. Also nichts zum sich fürchten, Sie sehen eigentlich immer noch genau die gleichen Sachen. Sie müssen sich einfach mehr fragen, wie die Daten zustande kommen. Also weil viele, Sie sind sich vielleicht gewöhnt, gewisse Kennzahlen zu kennen vom alten Analytics, wo Sie jetzt aber nicht mehr finden. Und das müssen Sie sich am Anfang vielleicht einfach bewusst sein, dass Sie mal nochmal schauen müssen, was heisst denn genau eine Session Duration oder woher kommt die Zahl denn überhaupt? Genau. Jetzt gehen wir dann nochmal schnell zurück in die Slideshow. Genau, wir haben die Webseite angeschaut. Da die Zahlen und auch gegenübergestellt von Universal Analytics und Google Analytics 4. Und genau, dass die Aktivzeit, eben, wo man engaged ist, da ist wichtig, dass die Events neu im Zentrum stehen und Engagement Rate. Ups. Was ich natürlich automatisch jetzt mit Google Analytics 4 habe, sind automatische Events, wo einfach so von Google erfasst werden. Wenn Sie da in den Einstellungen schnell, können wir jetzt kurz machen, gehen schauen. Jetzt können Sie bei der neu finden Sie alle auch so Tracking-Sachen im Data Stream. Wenn ich schon gesagt habe, und da sehen Sie auch, was wird denn jetzt überhaupt gemessen. Standardmäßig eben Seitenaufrufe, also wenn jemand irgendetwas anschaut oder abscrollt, auf Sachen klickt oder wenn Sie etwas zum Abladen haben, dann werden so Sachen automatisch schon erfasst. Auch YouTube-Videos, wenn Sie etwas implementiert haben. Lustigerweise mit anderen Videos funktioniert es nicht oder aktuell noch nicht. Ihr habt es schon austestet. Also mit YouTube-Video funktioniert es tipptopp. Genau, aber da sehen Sie eigentlich, also Ihnen stehen da standardmäßig schon Ereignisse zur Verfügung, wo Sie dann eben auch in ihrer Property ihr werdet finden und allenfalls sich auch fragen, woher die kommen. Und darum, da können Sie dann auch selber noch festlegen, was Sie genau noch, ob Sie gewisse Sachen nicht möchten messen oder noch zusätzliche Sachen möchten erfassen. So. Dann, die Basis fürs Tracking ist eben ganz anders. Also, wir kommen nachher noch schnell drauf mit den Cookies, wie das vorher funktioniert hat und nachher.
Das habe ich Ihnen schon vorher so ein bisschen gesagt, dass eben die Kenngrösse, dass Sie auf das müssen achten. Und eben auch wichtig, dass Sie jetzt, wenn Sie schon Reportings haben oder schon eigene Data Studio Bericht, wo Sie vielleicht für sich monatlich ausschicken. Also das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren, denn am 1. Juli 2023, weil die Grundlage natürlich total andere ist. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie schon so Sachen erfasst haben, wo eben auf Session basiert ist, müssen Sie sich natürlich jetzt überlegen, die nochmal zu überarbeiten, weil die ganze Messmethode eine andere ist. Falls Sie App und eine Webseite haben, wir haben es vorher angetönt, ist da jetzt alles unter einem Dach. Also, vorher hat es ja Firebase Analytics gegeben, wenn Sie eine App haben. Jetzt können Sie das alles direkt in Google Analytics 4 verwalten. Und eben Optimize wird es ziemlich sicher auch reinkommen. Sie fragen sich vielleicht auch, da ist noch etwas nicht animiert, so wie es sollte. Sie sehen auf der Seite. Sie fragen sich vielleicht auch, eben, wie das Tracking bis jetzt stattgefunden hat. Also, wenn jetzt die Leute auf die Webseite gekommen sind, hat man First-Party-Cookie und Third-Party-Cookies gesetzt, wo dann eben von Google Analytics oder anderen Diensten wie Facebook und so haben können benutzt werden und dann Daten gesammelt haben. Die Third-Party-Cookies, drum rot markiert, ist aber immer ein bisschen mehr zum Problem geworden. Weil eben die ganzen Datenschutzgesetze und so natürlich ist auch ein wichtiges Thema, immer bedeutender geworden sind. Wenn jetzt ein User nicht weiss, dass Facebook seine Sachen trackt, weil er auf ihrer Seite ist, dann ist das natürlich nicht so schön für den User, wenn er nicht weiss, wo seine Daten hingehen. Wie passiert es denn heute? Also, man hat ja den Cookie-Disclaimer, das ist ja in den letzten Jahren immer vermehrt aufgekommen, wo eben die verschiedensten Cookies, wo man die verschiedensten Cookie-Settings kann festlegen kann. Aber Google möchte eigentlich wegkommen von dem Cookie-basierten Tracking. Das heisst, dass man eben mehr mit IDs schafft. Und ich habe jetzt darum Google Signals noch angetan. Wenn Sie eben irgendwo eingeloggt sind, kann man natürlich anonymisierte ID Ihnen zuweisen, wo nicht personenbezogen ist, wo man sagt, Sie haben die spezifische ID. Und wenn Sie im anderen Account mit Google wieder eingeloggt sind, kann man die ID wieder aufgreifen und Sie so als einen Nutzer identifizieren, ohne zu wissen, wer Sie sind. Trotzdem gibt es Cookies noch und die werden wahrscheinlich auch noch bleiben. Es ist so, dass eben bei 60% der Leute die Cookies halt ablehnt. Unter da kann das Tracking, wenn man es richtig aufgesetzt hat, natürlich auch nicht stattfinden. Und die verlorenen Daten können jetzt mit Google Analytics 4 erfasst werden. Darum gibt es aber vielleicht auch gerade bei den Medium- und Source-Quellen, die wir vorher gesehen haben, bei dem Pie-Chart, gibt es auch größere Unterschiede. Wenn jetzt aber jemand Cookies akzeptiert, ist es aber immer noch so, dass dann auf ein Cookie-basiertes Tracking gewechselt wird. Also wenn jemand auf ihrer Webseite dann das bestätigt, kann man auch die alten Anwendungsmethoden noch verwenden. Trotzdem sind es natürlich nicht mehr die gleichen Kennzahlen, wie wir es vorher besprochen haben. Machine Learning, ein Begriff, wo schwammig ist, aber wird natürlich auch benutzt, um verschiedene Sessions dann zuzuordnen und Cluster zu bilden unter den verschiedenen Usergruppen. Genau. So weit zum Tracking. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, stehe ich gerne zur Verfügung.